Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich mal wieder für euch in Pandamex unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Wir wollen uns heute mal das Drachenfliegen angucken, beziehungsweise im Speziellen die Skillung. Die können wir ja nicht wie im Retail ganz normal hier aufmachen, denn wir haben keinen Extra-Button und dementsprechend fehlen uns ein paar Zauber. Die ein oder andere dachte jetzt bestimmt, okay, ist halt so, kann man nichts machen. Es gibt hier aber einen kleinen Trick und das kann ich euch jetzt mal zeigen. Wir geben hier einen Konsolenbefehl ein. Und dann kann ich dieses Skill-Menü aufmachen. Das ist jetzt hier auf dem Twink, auf dem Main habe ich es natürlich vor einer Weile schon erledigt, aber hier kann ich es euch ganz gut zeigen. Die Orbs habt ihr, auch wenn ihr nichts geskillt habt und das im Retail freigeschalten habt, habt ihr ja da insgesamt 6 Stück und auch die Regeneration läuft ganz normal. Aber wenn wir das jetzt hier skillen, kriegen wir ein paar extra Fähigkeiten und das will ich euch jetzt mal zeigen. Also wir skillen jetzt hier das Ganze mal durch. Den Konsolenbefehl packe ich euch übrigens unten in die Infobox, den könnt ihr einfach rauskopieren, gebt ihn dann in eure Chatleiste ein und dann könnt ihr das Ding aufrufen. Also wir haben jetzt alles geskillt und ihr seht, wir kriegen jetzt hier auch die Fähigkeit, wo wir zusätzlich Selan holen können und wir können auch die anderen Fähigkeiten benutzen, zum Beispiel hier, dass wir Gegner Schaden verursachen können, also das funktioniert alles. Wenn ich jetzt hier Elan ausgebe, kann ich hier mir wieder Elan mit der Fähigkeit holen. Also auf jeden Fall funktioniert die Skillsachen. Wenn ich jetzt hier auf den Gegner drauf fliege, seht ihr, die werden so desorientiert. Also ja, die, wie gesagt, ein paar von den Skills sind anscheinend schon automatisch freigeschalten, auch wenn ihr sie nicht geskillt habt, wie die Orbs und die Regeneration. Aber diese Sonderfähigkeiten, die müsst ihr halt skillen. Und ja, indem ihr es schnell mitnehmt über den Konsolenbefehl, ich zeige ihn unten nochmal, dann könnt ihr das Ding halt damit auf- und zumachen. Mehr ist es eigentlich nicht. Ich poste euch den, wie gesagt, einfach in die Infobox rein, da einfach den rauskopieren, einfügen und dann auskillen und ein paar mehr Fähigkeiten auch im Pandamex haben. Das war's mit dem kleinen Video, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne in weiteren Videos wieder. Euer Attila, bis dahin, ciao!